Eins, zwei, drei, vier. Liebe Freunde von Two and a Half Brain Games, wir befinden uns in Staffel 2 dieser aufregenden YouTube-Show und heute haben wir wieder einen Gast eingeladen, beziehungsweise eine Gästin, wenn wir richtig gendern wollen. Diese Frau hat alles erreicht, was man im Wrestling erreichen kann. Sie war so ziemlich in jedem Land aktiv, in jedem Land erfolgreich. Sie hat Titel, sie hat mehr Titel als jede Königin der Welt. Und wenn du so ähnlich wie sie wärst, dann würdest du Beta Female heißen und B steht dabei für Brain. Aber wir reden von Alpha Female. Alpha Female ist heute zu Gast, Jessie Gabbert. Wir begrüßen dich ganz herzlich. Hallo Jessie! Hi! Danke, dass ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für so ein kleines, illustres Spiel, beziehungsweise zweieinhalb Spiele. Die wollen wir jetzt nämlich mit dir spielen. Und wir fackeln nicht lang rum und spielen Two and a Half Brain Games. Es geht los mit Stadt, Land, Arsch. Okay. Wir drehen kurz das Rad und wir schauen, wo es denn stehen bleibt. Dein Buchstabe heißt H wie Heinrich. Okay, leg ich los, oder? Hulk Hogan, Hurricane Rana und mir liegt eins auf der Zunge, aber das will ich nicht sagen. warte, mit H in Kraftausdrücke. Ich hasse Kraftausdrücke. Hosenscheißer, wow, an den habe ich auch gedacht. Ich weiß nicht, dass es noch einen zweiten gibt. Das lassen wir gelten. 3 Punkte für dich. Herzlichen Glückwunsch. Spiel Nummer 2. Die alteingesessenen und alten Zuschauer, die immer noch jung sind, aber halt vielleicht ein bisschen älter in Sachen zu, du weißt, was ich meine, kennen dieses Spiel bereits. Wir spielen Guacamole Wrestling Entertainment. Bei diesem Spiel, liebe Alpha Female, zeige ich dir gleich Bilder von Wrestlern, WWE-Stars, die du bestimmt alle kennst, weil du warst ja auch schon bei der WWE. Wahrscheinlich kennst du sogar ein paar persönlich, weil du so fame bist. Aber der kleine Hint ist, die sind alle im Avocado-Stil gezeichnet. Und du musst quasi erkennen, welcher Avocado ist welcher Wrestler. Hast du das verstanden? Okay. Verstanden. Da sieht man, die Alpha hat auch was im Kopf. Wir zeigen dir einen Wrestler. Und ich bin gespannt, ob du gleich weißt, wer das ist. Warte, ich kenne sie. Nicht die Steiner Brothers, sondern die anderen. Hawk und Animal, oder? Genau, die Road Warriors, aber ist es jetzt Hawk Road oder Animal? Road Warriors, genau. Ist es Hawk oder Animal? Es ist Animal. Animal ist richtig, sehr gut. Yay! Wir machen weiter. Bei Wrestlern ist immer die Optik und vielleicht auch die Pose entscheidend. Ist es ein männlicher Wrestler, ja? Ja. Oh, Rob Van Dam. Rob Van Dam, RVD, der neue Hall of Famer. Cool, mit dem war ich auf Tour, deswegen. Aber das Zeichen hat mich ein bisschen verwirrt. Die nächste Avocado. Warte, er hält nur die Finger hoch. Könnte es sein, nein, Macho Man, hättest du einen Helm, also einen Hut drauf gemacht. Wer könnte es sein? Oh, Daniel Bryan. Daniel Bryan ist richtig, yes. Yes. Der nächste Wrestler oder die nächste Wrestlerin vielleicht kommt hier für dich. Okay, das ist Sasha Banks. Sasha Banks, sehr, sehr gut. Yes. Die Avocado sieht so süß aus. Die nächste Avocado kommt für dich hier. Das ist Rhea Ripley. Da verkämpft man doch, oder? Hier mit dem Kreuz und da die Spikes an den. Ja, Rhea Ripley. Absolut, du hast hat vollkommen recht. Championess. Richtig. Der letzte Wrestler ist auch, wie ich finde, der schwierigste. Deswegen mal sehen, ob du die 6 Punkte voll machen kannst. Oh, The Godfather? The Godfather ist richtig. Damit hast du 6 Punkte erreicht von 6 Punkten. Hey, ich habe ein ganz schön großes Wrestling-Wissen. Das ist der Wahnsinn. Die Alpha geht ganz schön ab, ne? Mal sehen, ob sie beim nächsten Spiel auch noch so tough ist.
denn wir spielen ein Spiel, das wir so noch nie gespielt haben in der langen, 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 langen Historie von Two and a Half Brain Games. Wir spielen Alpha, Beta, Gamma. Falls ihr euch fragt, was ist das für ein beschissener Titel? Wir drehen das hier gerade in Franken und Gamma heißt so viel wie gehen wir und Alpha Female wird jetzt gehen. Sie ist auch die erste Two and a Half Brain Games Teilnehmerin, die ihren Ort verlassen wird und durch ihre Wohnung gehen. Wir kriegen vielleicht einen kleinen Einblick. Wir spielen MTV Grips. Du bekommst jetzt gleich Richtlinien an Dingen, die du suchen musst. Du hast insgesamt 120 Sekunden Zeit, um diese Dinge zu suchen. Immer wenn du einen gefunden hast, kriegst du einen neuen Hinweis an Gegenständen, die du suchen musst. Okay. Es geht los. 120 Sekunden laufen gerade, sobald ich dir den Gegenstand genannt habe, den du besorgen musst. Der Gegenstand sollte etwas Glitzerndes sein. Okay. Jetzt? Ja. Okay, oh, warte, ich weiß ganz genau, was ich nehme. Ich muss was drauf nehmen und ich laufe los. Und dafür laufe ich in mein Badezimmer. Da. Und da habe ich nämlich, wenn ich mich nicht täusche, ein glitzerndes Feuerzeug. Was ich finden muss. Ich habe gefunden, ein glitzerndes Feuerzeug. Und die Kamera da. Sehr gut, glitzert. Der nächste Gegenstand ist etwas, was mit der WWE zu tun hat. Oh, ich weiß, was ich euch dazu nehme. Achtung! Einfach mitkommen mit der WWE. Natürlich das Coolste, mein Vertrag, der WWE-Vertrag. Dann brauchen wir etwas Salziges. Was Salziges? Naja, da kann es ja nur Salz sein. Da gehen wir am besten in meine Küche. Etwas Salziges. Ich bin eigentlich kein Salzfreund, aber ich habe immer mehr Salz dabei. Sehr gut, zählt. Dann brauchen wir etwas Kuscheliges oder etwas aus Plüsch. Oh, da weiß ich auch. Das habe ich Gott sei Dank noch da. Das wollte ich schon längst wegwerfen. Warte, stimmt. Ich habe eine riesengroße Tüte voller Einhörner. Was Kuscheliges. Zählt. Ein Merchandise-Artikel von dir. Ein Merchandise-Artikel, okay. Dann rennen wir wieder zurück ins Büro. Und mal sehen, wie ich das jetzt mache. Ich stelle am besten das Handy ab. Ich habe ja natürlich nicht mehr so vieles Weg. Ja, 30 Sekunden hast und du noch. Hier ein T-Shirt. Zählt. Das könnt ihr beim SL-Shop bekommen. Und der letzte Gegenstand, etwas, was mit einem Gehirn zu tun hat. Mit einem Gehirn, okay. Ich habe ja noch richtig viel Zeit, stimmt's? Okay, ich probiere mal, ob du das gelten lässt. Noch 15 Sekunden. Ich habe hier einen Computer, also ein XL-Roboter, mit dem du lernen kannst. Das hat was mit Gehirn zu tun, stimmt's? Weil okay. Man muss ja da sein Gehirn anstrengen. Damit ist die Zeit um. Und du hast es souverän gelöst. Fast punktgenau, yeah. Hattest sogar noch 3 Sekunden übrig. Mega, total schön. Ey, was du hier vorlegst, was du hier an den Tag legst, du hast, wenn wir mal auf den Punktestand jetzt schauen, 15 Punkte, die volle Punktzahl erreicht. Mega! Yes. Danke fürs Mitmachen und ich bin immer noch beeindruckt und geflasht, was du hier abgezogen hast. Da müssen jetzt die anderen erstmal noch gar nachziehen. Ich verabschiede mich. Bitte euch alle, lasst ein Abo da, liked es, unterstützt Wrestling Fever, unterstützt die Wrestling-Welt in der harten Lockdown-Zeit. Aber das letzte Wort gehört Alpha Female, dein Wort an die Zuschauer. Also ich sag dir gleich, ich war super nervös, als du mich angefragt hast, ob ich bei den Brain Games mitmachen will. Aber ich habe mich gut geschlagen, ich habe volle Punktzahl. Ich hoffe, die Fans haben ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wie ihr schon gesagt habt, schön liken und abonnieren. Und bleibt einfach bei uns und freut euch, dass wir hier ein bisschen Abwechslung bieten. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass ich hier mitmachen durfte, weil das hat hier auch meinen Tag sehr, wie sagt man, verschönert. Man hat nicht immer nur die ganzen Sorgen im Kopf. Und ich sage an allen, bitte haltet durch. Wir schaffen es gemeinsam und wir supporten uns einfach gegenseitig und ich lege euch auch wirklich ans Herz, wenn ihr irgendwie wieder Sorgen habt, ihr dürft mir gerne schreiben, also dann bin ich ein bisschen abgelenkt, ich kann vielleicht euch ein bisschen zuhören und wie gesagt, wir gehen da gemeinsam durch. Danke fürs Zuschauen und bis bald irgendwo.